So. Und so ist das Stichwort, denn es geht um Solo. Das heißt nicht, dass es so low ist, das Level hier, sondern es ist einfach Nummer 22. Heißt Solo. Und warum es so heißt, das erfahren wir jetzt. Wenn wir uns das mal anschauen. Hat ja auch einen gewissen Grund. Keiner meiner Anhänger konnte mich auf meine Reise in diese Welt begleiten. Ich bin allein und ich werde meine ganze Stärke und List gebrauchen, um zu überleben. Ja, wollen wir mal gucken, was sie so auf der Liste hat. Was sie denn machen kann. Es gibt eine Führung mal wieder, endlich. So ein bisschen Sightseeing hier. Ja, da ist ein Stamm in Rot und hier ist ein Boot. Auch in Rot. Passend zur aktuellen Mode des Stamms. Und hier ist noch ein Stamm und da sehen wir schon, da ist so ein Fliegedingen, ein Luftschiff und ein gelber Gegner. Und hier ist noch ein Gegner, noch ein grüner, der ziemlich erhöht ist und da sieht man wieder so einen Obelisken, wie wir eben ja auch schon gesehen haben. Ja, und wie gesagt, keiner konnte folgen. Hier sind keine Anhänger, gar nichts, ich habe keine Zauber und selbst wenn ich Anhänger hätte, könnte ich mir gar keine Gebäude bauen. Und noch wichtig, ich habe hier überhaupt keine Arena. Nee, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie draufgehen sollte mit der Schamanin, dann bin ich tatsächlich drauf gegangen. Dann bin ich tot und dann habe ich verloren und dann ist ganz blöd. So, was ist wohl naheliegender als dieser Obelisk? Allein entfernungstechnisch. Es ist naheliegend, er ist nahestehend, aber trotzdem beten wir dran. Denn der hat sicherlich etwas für uns, was wir gerne haben möchten. Ja, und da versinkt er im Boden vor Schande. Und wir haben hier alle Zauber aufgeladen. So gefällt uns das doch schon besser. Und dann ist auch die Möglichkeit, dass die Schamanen alleine gegen alle hier ankommen, doch ein bisschen größer geworden. Denn nur die Schamanen alleine ohne Zauber ist irgendwie auch halbwegs wertlos. Und erstmal muss der Typ hier weg. Denn das Gefährlichste in diesem Level sind tatsächlich die Fernkämpfer, weil die uns schnell ausschalten können. Oh. Nein, ich muss überleben. Das war sehr, 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 sehr knapp. Wir waren fast tot. Das war natürlich alles mit Absicht, um die Spannung ein bisschen zu steigern in diesem Level. Ja, als ob ich hier irgendwie draufgehen würde. Wir machten sowas. Ich meine, so ein bisschen zaubern, das kann man doch. Wir hypnotisieren uns mal den. Der geht hier einfach mal hin und lockt die Leute einfach mal aus den Gebäuden raus. Wir beseitigen derweil die Schamanen. Ja, genau. Denn dann kriegen wir wieder ein bisschen Mana für unseren Feuerball. Denn den brauchen wir natürlich als Verteidigung immer noch ganz gerne. Und der darf ins Wasser. Wunderbar. Sehr effektiv das Ganze. Genau. Der holt die aus den Häusern raus. Wunderbar. Der Stamm hier ist ziemlich klein. Möchte ich mal behaupten. Das Haus muss auch weg. Und du musst auch weg. Und ich hoffe, dass die jetzt alle draufgegangen sind. Ne, tun sie nicht. Die rennen nur wild durch die Gegend. Vielleicht kommen sie ja zu mir. Das finde ich ganz gut. Wunderbar. Hypnotisieren wir uns mal. So, wunderbar. Ihr kloppt euch. Ja. Ja, genau. Und die Schamanin muss auch nochmal weg. Mit einem Sumpf und wir haben den ersten Gegner beseitigt. Und wir haben sogar uns Leute von ihm geklaut, die wir jetzt noch haben. Sogar drei Stück. Und einer rennt gerade in den Sumpf rein. Wir haben ganze zwei Leute bekommen. So. Ja, hier ist alles geholt, ne? Können wir gerade mal nichts tun. Wir haben noch so viele Zauber. Wir haben natürlich so ein paar hier verschwendet, so die wichtigsten, die wir eigentlich gerne benutzen. Aber die anderen, die brauchen wir auch noch, oder zumindest einige davon. Denn hier ist noch, wir schauen uns mal die Welt an. Hier ist noch ein Gegner. Hatten wir schon gesehen, das war der mit dem erhöhten Standpunkt. Da will ich jetzt noch nicht hin, denn auf dieser Welt hier gibt es ja noch den Luftballon. Der ist schön, dann habe ich mehr Reichweite, denn hier oben drauf, die Feuerkriege sind sehr gefährlich. Die können mich super schnell aus dem Schiff hier rausholen. Und das möchte ich natürlich nicht ganz so gerne. Nee. Das hätte ich nicht so gerne. Und jetzt gucken wir erstmal hier. Wollen wir mal hier direkt hoch? Gehen wir mal. Legen wir mal hier an. Schlagen uns den Weg hier oben hin. Zu dem Ballonchen. Und dann beseitigen wir mal eben den Stamm hier.
Ja, da ist er auch schon. Ist ja schön. Hat sie sich beeilt? So, schöner Weg. Ja. Oh, direkt da rein. Machst du mal, ne? Tu's für mich. Und dann für die anderen. So, der muss schnell weg. Weil hier ist auch ein Fernkämpfer drin. Und ich würde mal behaupten, wir haben keinen Blitz mehr. Wir müssen irgendwie den anderen Fernkämpfer hier... Nee, das ist die Schamanen. Haben wir sonst überhaupt noch irgendwelche Fernkämpfer? Nee, haben wir nicht. Dann würde ich mal behaupten, wir gehen hier mal rüber. Sorgen dafür, dass die Schamanen erstmal ein bisschen beseitigt ist. Wie machen wir das mal stilvoll? Machen wir da einfach mal... Ah, ich mache da mal einen Wirbelwind hin. Na. Wunderbar. Da fliegt sie durch die Gegend. Und das sieht ja hier alles ein bisschen schön zusammenhängend aus. Machen wir hier einfach mal einen Vulkan rein. Einfach so. Ist sie... Sie lebt noch. Das Fräulein lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ja, wunderbar. Vulkan, ich muss mal ein bisschen weg hier. Nicht, dass mich noch was trifft, aber das glaube ich ja nicht. Wir laden uns nochmal einen Blitz auf. Die sind immer schön. Ja, das Dorf hier wird ein bisschen geflutet. Mit schöner Lava. Und der will zu mir, aber der kann nicht an mich rankommen. Nein, ich bin zu hoch für ihn. Und wir stellen uns mal hier oben drauf. Einfach so. Hier sind noch so viele, ne? Wollen wir die beseitigen oder wollen wir die mitnehmen? Hypnose habe ich leider nicht mehr so viel, deswegen... Guck mal, der rennt da rein. Wunderbar. Wir gehen mal hier hin. Wo kloppen die denn das Haus wieder heile? Hier oben. Hallo Schamanen, genau, du rennst da rein. Wunderbar. Der will zu mir. Na, der soll auch zu mir kommen. Na, ich will den mal ein bisschen locken hier. Weil ich so verlockend bin. Na, springt ihr auf mich an? Nee, macht er nicht. So? Hahaha. Schwimmen gegangen. Also, für Nichtschwimmer. Und hier sind noch zwei, die stehen mir mal ein bisschen zu sehr in der Gegend rum. Ach, der will zu mir. Wunderbar. Und der soll auch zu mir, aber der will nicht so recht. Machen wir das so. Ja, ein bisschen schubsen. Nochmal. Na, reicht das jetzt? Ja, es reicht. Er ist im Wasser. Und wenn der mir folgt... Ach, die folgen mir auch, ne? Wollen die zu mir? Guck mal, die folgen mir. Und wozu ist denn wohl der Sumpf noch gut geeignet, als sie da alle reinzulocken und die sehen das nicht und die sterben einfach bis auf den einen. Schade, hätte so gut funktioniert. Aber der ist direkt ins Wasser und... Na, genau, der Stamm ist auch Geschichte. Eine sehr kurze Geschichte, wenn ich das mal anmerken darf. Ja, wunderbar, das zerfällt hier alles schön. Wir haben immer noch den Engel des Todes, den werden wir mal kurz los. Denn hier haben wir ja die Schwierigkeit. Hier in den Türmen sind Feuerkrieger drin und die Türme auf dem erhöhten Land sind natürlich ganz gemein. Auch der kann uns schon gefährlich werden. Müssen wir eben warten, bis er weg ist. Mal, machen wir es mal einfach. Wir schnappen uns mal die ganz schnell, die beiden. Na, der eine. Toll, das hat sich ja gelohnt hier. Wir gehen mal hier drauf. Nein, gehen wir nicht. Nein, wir gehen nicht. Wir machen das mal so. Genau, schnell den Engel hin. Oh, hat eine Beule hinterlassen. Denn wir dürfen hier nicht zu nah ran. Wir wurden schon einmal getroffen gerade von dem Feuerball. Denn das ist ganz gefährlich. Und du, genau, mach den Turm kaputt. Turm kaputt. Der muss da raus. Der blöde Feuerkrieger. Gehört sich ja nicht. Doch hier ist gerade keiner. Das heißt, wir machen das Land hier mal ein bisschen kaputt. Einfach mal ein bisschen absenken. Ja. Pam, in der Haus kaputt. Das andere Haus muss... Ja, wunderbar. Und wir gehen hier rauf, dann haben wir ein bisschen Reich... Nein, geh nicht da. Geh runter. Weg. Hier ist ein Haus. Ein Feuerkrieger. Der muss auch gerne weg. Wie machen wir das? Wir kommen da gar nicht ran, ne? Wenn der gerade da schießt... Machen wir so. Nein, hat nicht gereicht. So, wunderbar. Und er ist draußen. Wir gehen mal hier hoch. Wir können natürlich auch da hinten zu dem Obelisken hin. Aber wir können dann erstmal unsere schönen Zauber hier abfeuern. Fände ich mal ganz super. Einfach, um die mal nicht verschwendet zu haben. Ah, wunderhübsch. Guckt euch das mal an. Ja, der sorgt auch ein bisschen für Stimmung. Wo sind hier noch Fernkämpfer? Sind hier überhaupt noch welche?
Hallo? Fernies? Okay. Wir gehen einfach mal, machen mal einen Umweg. Aber das Schöne ist, unsere Schamanin lebt noch. Ja. Ich muss zugeben, ich habe das Level eben schon mal versucht. Da bin ich natürlich direkt mal wegen der Feuerkrieger gestorben. Deswegen bin ich hier gerade extra vorsichtig. Wobei das gerade eben schon eine gewagte Aktion war, mich da so ranzuwagen, obwohl da noch Feuerkrieger in den Türmen waren. Aber man muss auch mal was riskieren. So, wir gehen nochmal hier hin und beten nochmal eine Runde. Und ich hoffe, dass wir hier nochmal die Zauber aufgeladen kriegen. Fände ich ja super. Können wir hier nochmal einen Vulkan reinschmeißen oder irgend sowas. Einfach um es schnell zu gestalten, dass hier alle auf einmal mit Lava glasiert werden. Was passiert hier jetzt? Fragezeichen, Fragezeichen. Wir kriegen nur Mana. Ja, aber davon eine ganze Handvoll. Ach, der ist auch hübsch. Ja, so komplett nochmal alle Zauber gibt es hier anscheinend nicht. Guck mal. Nee, das war falsch. Die müssen alle zu mir. Jawohl. Wunderbar. Ja, hübsch. Wir gehen mal hier hin. Schamanen, du darfst... Na, du musst doch nicht abhauen. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hier gestorben werde. Macht mal die Schamanen weg. Ich finde die unsympathisch. So. Erdbeben. Lassen wir die Landschaft noch mal ein bisschen zerklüften hier. Na. Oh, nicht ganz an der gewünschten Stelle, aber egal. Wir haben hier noch mal sowas. Ah, sowas. So, wunderbar. Bisschen verschwenderisch sein. Und da ist die Schamanin. Fallt aber gefälligst runter. Jawohl, sie fliegt durch die Gegend. Und wo fliegt sie hin? Ich sehe es gar nicht. Ach, da ist er noch. Mano, ich dachte, sie fliegt irgendwie über den Berg ins Wasser rein oder so. Wäre ja auch schön gewesen. Aber sie rennt direkt in den Feuerregen rein. Das heißt, für mich gibt es Mana. Und für den Stamm schlechte Karten. Pam. So. Wo sind denn noch welche hier? Da ist noch einer. Sind denn noch andere? Dass er nicht so ganz alleine hier ist. Erlösen wir ihn von seiner Einsamkeit. Ja. Auf Wiedersehen, Herr letzter Anhänger. Und da haben wir den dritten Stamm schon beseitigt. Und das alles drei Stämme in Rekordzeit. Und das ohne irgendwie viele Anhänger zu haben. Konkret nur die Schamanen. Und natürlich ein paar Hypnotisierte da. Aber das alleine mit Zauberkraft. Ist das nicht schön? Ich bin begeistert. Sieht aber ganz schön kaputt hier aus, ne? Haben wir gute Arbeit geleistet. Ja. Man sieht, die Schamanin ist mächtig, aber nur, wenn sie nicht stirbt. Sonst ist sie tot. Und deswegen muss man immer aufpassen. Gerade die Feuerkrieger, aber das kennen wir ja mittlerweile schon. Wir gucken uns die Statistik an. Hören auf rumzubrüllen und sehen uns dann im nächsten Level nochmal wieder. Level 23 ist das schon. Also ganz, ganz große Schritte Richtung Ziel haben wir hier. Und dann würde ich mal einfach sagen, bis dahin. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Und dann hören wir voneinander, ne? Bis dahin, auf Wiedersehen und goodbye. Tschüssi.